Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. So schaut's aus. Ja, heute mal neue Primetime-Karten. Wir haben einen neuen Game Day Tilt und wir haben ein paar neue Meilensteine, die wir uns anschauen müssen. Dazu noch meine Belohnungen von den Squad Battles auf zwei Accounts. Auf diesem Weg auch nochmal vielen Dank an alle neuen Follower, die dazugekommen sind. Ich denke mal, gerade mit dem EA Play wird doch der ein oder andere das Spiel noch für sich finden und spielen. Deswegen gerne hier weiter vorbeikommen, die alten Videos anschauen von mir und denke mal, da wird das ein oder andere dabei sein, das euch helfen kann. So, fangen wir an mit dem neuen heutigen Content. Beginnen wir mit den Game Day Tilt Karten. Da hatten wir ja das letzte Matchup, war ja Miro Heiskanen und Mikael Backlund mit den Calgary Flames gegen die Dallas Stars. Die Karten sind gestiegen bei Punkten, bei Blocks, bei Schüssen und bei Hits. Deswegen ist Miro Heiskanen nur zwei Schüsse, deswegen ist die Karte um plus 1 hoch. Jeder Wert ist um 1 hoch, außer Beschleunigung und Tempo, da ist er gleich geblieben. Bei Mikael Backlund schaut es ein bisschen anders aus. Der hat ein Tor, eine Vorlage, drei Schüsse aufs Tor und. Ja, nix, damit ist die Karte auf 95 gestiegen. Wir haben noch dazu bekommen den Zonenwirbler, alternativ auch den Bussing. Schauen wir uns die Karte mal insgesamt an. Also ein Center, 1,83 groß, 91 Kilo mit Herz und Seele oder Dieb. Dazu noch Funke oder Flügelmann. Wir haben eben Zonenwirbler oder Bussing, Blitzstart, präziser Pass und Kreisel und noch die goldene, kein Wettkampf. Also echt ein brauchbarer Center. Man kann vom Face-Off-Rating auf 99 hochpushen, kann auch vom Tempo und von der Beschleunigung auf 94 hochgehen. Schuss im mittleren 90er Bereich, Hände im hohen 90er Bereich, Defensiv wäre schon fast, oder die Checking wäre schon fast perfekt. Also Glückwunsch an alle, die diese Karte haben. Ich habe Miro Heiskanen gezogen, nicht gebaut, sondern gezogen. Deswegen ist mir eigentlich egal, dass er nicht hochgeht. Die neue Paarung beim nächsten Game Day Tilt heißt Pittsburgh Penguins gegen New York Rangers. Der Vertreter der Pittsburgh Penguins ist der 92er Jason Sucker, ein rechter Flügelspieler, 1,80 groß, 85 Kilo, mit Bussing oder Verteiler, dazu noch Schlenzer oder Knipser. Wir haben Schnapp, Wärmesuche, würde ich Bison anmachen, kein Wettkampf kann man hier anmachen. 91 Beschleunigung, 91 Tempo ist gut, kann man sogar noch pushen auf 93 Tempo, Schuss im 90er Bereich, Hände im 90er Bereich, Bodychecken auch bei 90, also eine brauchbare Karte, wenn der auch noch auf 95 oder was hochgeht, kann man wirklich, wirklich gut einsetzen, also für die 32 Collectibles würde ich keinen von denen machen, das ist halt ein riesen Lottospiel, doch blöd, ich sage mal, verletzt er sich beim Warm-Up und es passiert gar nichts, aber klar, wenn der da richtig einschlägt, so wie der, wer war das, der Fayevari, dann natürlich riesen Gewinn damit gemacht. Sein Gegenüber von den New York Rangers ist der 92er Ryan Lindgren, ein rechter Verteidiger, 1,83 groß, 90 Kilo, mit Knipser oder bombardiert, dazu noch Flügelmann oder Arbeitstier. Wir haben Shutdown, präziser Pass und die goldene Zonenfähigkeit, Schläger hoch. An sich generell wäre mir fast ein bisschen zu klein, allerdings mit 91 Beschleunigung, 91 Tempo durchaus brauchbar, also auch jetzt schon, wenn man so einsetzt. Auch schön, dass das Bombardier dabei ist, geht der Schuss von der Kraft her auf 98 hoch, die Genauigkeit noch unter 90, Ende im Schnitt bei 89, Defensivwerte sind gut, auch die Verteidigungswerte sind gut, also kann natürlich noch steigen. Problem, was ich da immer sehe, ist gerade, dass halt die Wahrscheinlichkeit, klar, da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er ein paar Hits macht, dass er ein paar Schüsse blockt, aber da geht die Karte ja nur anteilig hoch. Das ist natürlich bei Stürmern viel höher die Wahrscheinlichkeit, dass die eine oder andere Vorlage sammeln oder ein Tor machen und dann der möglicherweise leichter hochgehen als Verteidigerkarten. Kommen wir damit zu den Meilensteinkarten. Die erste ist Ed Belfour von den Chicago Blackhawks Alumni. Die Karte hat er bekommen, weil er 11 Playoffs-Siege am Stück gehabt hat. Das Ganze war 1991-92. Er ist natürlich ein Goalie, 1,80 groß, 92 Kilo mit Arbeitstier oder Funke. Dazu noch den Schlenzer, Wirbelwind, Extrapolster, goldene Post-to-Voss ist generell gut, aber er ist halt nur 1,80 groß. Also die Werte sind auch alle in dem Bereich, wie die Karte sind. Gerade die wichtigen Werte, Aggressivität bei 71 Marken, was so Handschuh tief ist hoch bei 95, Handschuh hoch bei 94, beides über der Karte. Ist alles schön und gut, aber mit 1,80 leider keine Empfehlung. Als nächstes haben wir für sein 500. NHL-Tor im Jahr 96-97 den 94er Dave Andrejczak von den New Jersey Devils Alumni. Linker Flügelspieler, 1,93 groß, 100 Kilo mit Bussing oder Funke. Dazu noch Gladiator. Wir haben schneller Pick, One-T und magnetisch. Schneller Pick maximal. Halt nur 88 Beschleunigung, 89 Tempo, kann man noch auf 90 pushen oder relativ auf 90 Tempo, okay. Optimalen Center-Maße eigentlich mit 77 im Face-Off kann man sich das aber schön schminken. Also Schuss im hohen 90er Bereich, Hände im hohen 90er Bereich, Defensiv im hohen 90er Bereich, also auch wenn der wer so auf Leine und Nash steht und vielleicht doch irgendjemand braucht oder den vielleicht Fan von Dave Andrejczak war, dann kann man den hier sicherlich einsetzen. Dann haben wir für 31 Tore im Jahr 2008-2009 den 94er Mike Green von den Washington Capitals. War damals, oder ist glaube ich sogar heute noch, der Rekord für die meisten Tore von einem Verteidiger in einer Saison. Also er ist ein linker Verteidiger, 1,85 groß, 94 Kilo mit Herz und Seele oder Knipser, so noch bombardiert.
Wir haben Schick schon, Wärmesuche und sehendes Auge. Könnten wir hier sehendes Auge anmachen. 92 Beschleunigung, 92 Tempo, der Rest von den Händen auch im 90er-Bereich. Schuss von der Kraft her im hohen 90er-Bereich. Genauigkeit fehlt, lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Ich kann man noch pushen mit den beiden Synergien, die dabei sind. Defensiv ist er brauchbar, Hände brauchbar. Also ja, für eine 94er, eine gute durchschnittliche 94er-Karte kann man sicherlich einsetzen. Diesen Mike Green. Zum Abschluss der Meilensteine ein Spieler, der eigentlich keine Vorstellung braucht. Für 1000 Punkte haben wir den 97er Jaromir Jagr, ein rechter Flügelspieler, 1,91 groß, 104 Kilo mit Flügelmann oder Bassing. Also noch Herz und Seele, Urgewalt, Schockmethode und Kreisel. Kann man Kreisel und Urgewalt hier anmachen. Was mich jetzt hier echt wundert, dass der jetzt auf einmal 95 Beschleunigung, 95 Tempo hat. Die letzte Karte, wo wir von ihm hatten, war eine 16-Bit-Hero-Karte. War eine 95er-Karte, die hatte 87 Beschleunigung und 88 Tempo. Und jetzt ist er bei 95. Also das hebt noch mal eine ganz andere Liga hoch, weil auch mit der Größe dann und mit dem kommen wir auf 97 Beschleunigung, alternativ auf 96 Tempo, Schuss perfekt, Hände perfekt, Checking-Werte perfekt, ja, Defensivbewusstsein war nie seine Stärke, geht dann auf 94 hoch mit dem Flügelmann, also super Karte von Jagr, aber wo ist jetzt da das Tempo und die Beschleunigung ausgegraben haben, muss mir jemand erklären, hat man aber neulich schon mal bei der X-Factor vom O'Reilly, glaube ich, wo es so 8 gestiegen ist, aber ganz ehrlich, wenn der jetzt weiter so gestiegen wäre auf, also das hätte man dabei, hätte man jetzt 88 Beschleunigung, 89 Tempo, wenn man so weitergegangen wäre, dann hätte nirgendwo spielen dürfen. Und wenn wir schon hier bei den Penguins sind, komischerweise ist auch Jagr hier im aktiven Lineup mit drin, alle anderen waren bei den Alumnis, vielleicht wagt er doch nochmal den Sprung, na gut. Also der 96er Jack Günzel ist eine von den beiden Primetime-Karten, die wir uns heute anschauen. Er ist ein rechter Flügelspieler, 1,80 groß, 82 Kilo mit Magier oder Gladiator, dazu noch Hammerschuss, kein Wettkampf und Nahkampf. 93 Beschleunigung, 94 Tempo, Ausdauer ist bei 99, Schuss fast perfekt, Hände fast perfekt, Bodychecken fehlt ein bisschen, auch genau die beiden richtigen Synergien dabei mit Gladiator und Magier. Man kann ja auch keinen Wettkampf und Nahkampf anmachen, also echt eine gute Karte von Jake Günzel. Damit auch so eine X-Factor-Upgrade-Bar auf 96. Ganze kostet euch 150.000 Münzer, 6 Power-Up-Collectibles. Ich sage halt immer, wenn ihr den noch spielen habt in eurem Lineup jetzt mit 95 und noch nicht ersetzt habt, noch nicht gedowngradet habt, dann macht es wieder Upgrade. Dann ist der Upgrade es wert, ansonsten würde ich die aber nicht mehr groß investieren. Oder auch wenn ihr jetzt hier mit neuen das Spiel durchs EA Play jetzt gestartet habt und ihr zieht so ein Gratis-Pack, das ich ja im letzten Video erklärt habe, und habt Jake Günzel drin, rechnet erstmal die Kosten durch, die ihr braucht, um den irgendwie brauchbar zu machen, also den Upgrade, ganzen Upgrade-Pfad, und entscheidet dann selbst, ob es euch wert ist oder nicht, lieber einfach eine Primetime-Karte kauft, selbst da die 91er zum Beispiel, wo man ja schon einiges investieren muss bis dahin, wäre da in dem Fall auch günstiger einfach zu kaufen, als hier den Upgrade-Weg zu gehen. Als zweite Primetime haben wir den 99er Claude Giroux von den Florida Panthers, ein Center, alternativ kann man natürlich auch im linken Flügel einsetzen, 1,80 groß, 84 Kilo mit Verteiler oder Schlenzer, also noch Magier, Puck am Faden oder auf die Knöchel, würde ich jetzt hier beides anmachen, ja, eine durchweg 99er Karte, also der so wirklich stellt manche 99er Team of the Season und X-Factor schon fast in den Schatten oder Primetime-Karten, kämpfen ist bei 93, das ist aber schon das niedrigste, also sehr gute Karte, ich würde aber eher aufgrund der Größe wahrscheinlich lieber auf dem linken Flügel einsetzen, also super Karte von Giroux. Und bei den Playoff-Karten bahnt sie auch die eine oder andere Entscheidung an. Manche Teams können heute Nacht schon den Sack zumachen und in die nächste Runde einziehen. Dann schauen wir uns dann dementsprechend auch möglicherweise die Karten morgen an. Klar, es kann auch sein, dass es auf 3-3 geht. Wir haben Spiel 7, deswegen gucken wir uns dann die wirklich erst an, wenn sie am Ende sind nach 95, und dann wissen wir auch, wie die dann ja, am Schluss ausschauen. Damit kommen wir auch schon zu meinem Squad bei der Belohnung. Hier auf meinem Hauptaccount war ich in Profi 2. Gestern habe ich ja den Capri-Sonne untauschbar gezogen. Habe ich dann auch mal ins Lineup eingesetzt im Hood Champs. Hat bisher sich noch nicht wirklich bemerkbar gemacht, bringe aber auch nicht wirklich unter. Das Spiel in der vierten Reihe. Also erst haben wir hier mal 10.000 Münzen, was ja nie schaden kann zu haben. Vielleicht können wir die auch noch ausgeben gleich. Und dann haben wir ja drei Packs, alle tauschbar. Ein NHL-Spielerpack, ein Spielerpack und ein Premium-Spielerpack. Los geht's. Wie gesagt, alles tauschbar. Vielleicht heute nochmal so ein Capri-Sonne wäre natürlich nice, aber normal, wenn wir tauschbare Belohnungen ziehen, dann haben wir nur Mist. Oder wie wir es nennen hier, Oktoberpacks. Das ist ja ein klassisches Oktoberpack. Ja, Karten, die man auch genauso hätte im Oktober schon ziehen können, als das Spiel gerade erst rauskam. Spielerpack, 10 Objekte, alle Spieler mindestens 5-mal Gold. Einmal. Mit Calgary haben wir es heute wieder. Nein, absolut nichts. Man alle wahrscheinlich direkt in irgendein Set rein. Und ein Spielerpack, das es ja auch umsonst gab. Hier ist es allerdings tauschbar.
mit 10 NHL-Goldspielern. Das höchste war jetzt echt ein 81er. Oh, ein 82er. Oh, auch eine Eiswolke, tauschbar. Wieder Calgary, mit Calgary haben wir sollen. Gretzky, Lemieux habe ich schon. Gretzky, Forsberg, Sekic. Das war's schon. Tauschbar. Goalie. Verteidiger. Scott Niedermeyer hatte ich schon mal. Okay, cool. Ja, sehr schön. Zumindest mal wieder eine Eiswolke. Lange nicht mehr gehabt. War dann zwar direkt auf den Tauschstapel, aber schön mal zumindest mal wieder eine gehabt zu haben. Wechsel kurz zu den Lady Flames. Beziehungsweise vorher ziehe ich noch für so einen 82er Reroll den 95er Logan O'Connor. Okay. Ist gar nicht mit Grenier eigentlich schon. Und Sammy G. Okay. Oh, sehr schön. Sehr schön. Da muss ich wieder einen Screenshot machen. Wäre dann so für ganz am Schluss, wäre das dann brauchbar, wenn ich so ein komplettes Avalanche-Team machen würde, habe ich letztes Jahr dann auch irgendwann gemacht, weil einfach alle auf 99 waren. Ah ja, mal gucken, ob wir den vielleicht irgendwo unterbringen. Jetzt ist ja wirklich der Switch zu den Lady Flames. Und mit den Lady Flames, meinem Free-to-Play-Team, bin ich vorhin in Division 3 aufgestiegen. War nie geplant, war schon ein paar Mal kurz davor. Hab dann aber immer abgebrochen, weil ich auch unten bleibe. Vorhin hat einer anscheinend eine wirklich höhere Division bei mir abgebrochen. Ich habe deswegen auch einen Punkte bekommen und bin auch so aufgestiegen. Und habe jetzt auch seitdem schon 3 oder 4 Spiele gewonnen und treffe mal auf andere Gegner, was echt schön ist. Hier bei meinem Profi 1 bei den Lady Flames. Gibt es natürlich noch ein paar Münzen mehr. Auch die können wir gut brauchen. Ein paar X-Faktor-Spieler, die wir auch upgraden müssten, theoretisch. Alternativ können wir auch irgendwas ziehen, was natürlich das ganze Team nochmal verstärkt. Schauen wir mal, ob wir hier bessere Belohnungen haben. Haben wir einen Megapack, einen Jumbo Premium Pack und einen NHL Spielerpack. Alles tauschbar. JT. Nein, wenigstens keine Calgary-Spieler mehr. Schon mal Premium-Pack, 20 Objekte, mindestens 9 Spieler mit mindestens 4 Goldspielern. Können natürlich aber Trikots drin sein und so, genau. Und Silberspieler. Nein. Abschluss ein Megapack mit 30 Objekten, mindestens 15 Goldspieler, 4x80 plus. Überhaupt ein Highlight bisher. Ein paar 81er Karten, oder? Power-Up Collector ist sehr schön, das braucht man. Aber wenn es tauschbar ist, würde ich jetzt hier in dem Fall nicht verkaufen. Ja, kann man als Highlight bezeichnen. Bronzespieler. 83er Giro, warum kein 99er? Und wieder ein Calgary-Spieler. Ja, na gut, das ist bei Florida jetzt. Aber zumindest ein Power-Up Collector, das kann man ja sicher auch brauchen. Damit sind wir am Ende vom heutigen Video angekommen. Vielen Dank fürs Einschalten. Immer noch einen Kanal liken, Video liken und auch bei meinen anderen Kanälen vorbeischauen, die alle in meiner Beschreibung angehängt sind. Und dann sehen wir uns morgen wieder zum neuen Event und immer dran denken, sauber bleiben, denn nur so schaut's aus. I'm just getting started.